Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Things Live mit Motality und heute geht es endlich mal in die Grille 15. Ne, habe ich mich hier lange gesträubt, wurde ja ausgewechselt, war ja früher der Waffenträger E100 und der war blöd. Ne, der in guten Händen war der extrem OP, in schlechten Händen war der extrem schlecht und das auszugleichen, deswegen wurde die Grille hinzugefügt. Das Problem ist, Wargaming hat es ein bisschen zu gut gemeint. Ne? Wir haben hier nämlich ein Fahrzeug mit 1800 Struktur ohne jegliche Panzerung, wir haben keinerlei Panzerung. So. Das große Problem ist, diese Kanone, die hier drauf ist, hat 279 Durchschlag. Ne? Mit Heat haben wir sogar 334, 750 Durchschnittsschaden und eine Streuung von 0,27. Das ist die präziseste Kanone im Spiel. Oder eine der präzisesten? Ich glaube, das ist sogar die präziseste. Und eine Zielerfassung von 1,5. Das heißt, egal wo ihr hinschaut, ihr könnt schießen und trefft sehr wahrscheinlich auch euer Ziel. Ob sie durchschlägt, ist immer so eine Sache bei 279, ne? Manchmal kann es bouncen, aber ganz ehrlich, das ist mit die beste Kanone im Spiel. Und das Ganze auf einem Chassis und dieses Chassis ist extrem schnell, mit 900 PS gesegnet. So, 900 PS bedeutet 60 km/h in absolut ein paar Sekunden nur und das Ding ist wirklich viel zu schnell und hat dazu auch noch eine gute Tarnung. Ja, die ist wirklich ziemlich, ziemlich gut dabei. So, nun kommen wir aber zur Krux an der Sache. Ich habe jetzt natürlich so lange mit meinem Video gewartet, bis Wargaming gesagt hat, vielleicht ist die doch ein bisschen zu gut. Denn im Supertest befindet sich gerade der nächste Patch 9.17.1 und dort sind starke Nerfs für die Grille drin. Ne? Wir kriegen weniger Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit geht massiv runter, also wir verlieren richtig an Motorleistung und allem drum und dran. Außerdem wird die Einzielzeit höher und die Nachladezeit. Im Moment habe ich so ungefähr 16 Sekunden oder 15 Sekunden. Ich weiß gerade gar nicht. Gucken wir mal. Ja, okay. Wir haben 14 Sekunden und die werden hochgehen auf 18. So, das heißt, die Grille verliert massiv an Durchschlag bzw. an mittleren Schaden die Minute. Das heißt, sie ist dann nicht mehr als so gut, wie sie jetzt ist. Jetzt haben wir 3232 und nach dem Patch werden das wahrscheinlich so 2500, wenn nicht sogar weniger. Ja, dazu ist sie dann auch noch langsam und kriegt weniger Gun Depression. Im Moment haben wir 8 Grad in jede Richtung und da verlieren wir dann auch 1 Grad. Ne, die geht dann nur noch runter bis 7, was ein bisschen schade ist. Also insgesamt haben wir jetzt noch ein Stück OP-Technik hier, aber die wird in ungefähr 3 bis 4 Wochen komplett weg sein. Schade. So, da sind wir mit unserem OP-Tank. Das Problem ist, der ist halt wirklich nur sehr, sehr stark, wenn er auch in guten Händen ist und ich bin kein TD-Fahrer. Aber gut, wir sind unterwegs mit unserer GW-Tigerin im GWE 100. Huh. Mit unserer Nubia ebenfalls in der Grille 15. Huh. So, gucken wir mal. Ja, wir werden hier nicht auf den Hügel fahren, weil von da aus kann man einfach gar nichts machen. Wir hoppeln einfach mal hier auf die Medium-Linie und unterstützen ein bisschen unsere Mediums, weil mit der Kanone hier kann man das ganz gut machen. Ja, den einen Medium. Wir haben ziemlich viele Heavys. Okay. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Ja gut, egal. Wir stellen uns trotzdem hier rein. Und da man hier in die Grille nicht sehr viel einbauen kann, das ist nicht gut, habe ich hier Standard-Setup drin, ne? Mit den Scherenfernrohr und dem ganz normalen Tarnnetz. Ja, okay, jetzt stehen wir hier und nichts passiert. Sehr gut. Na, wird gleich ganz viel passieren. What's up? Wir haben keinen richtigen Turm, ne? Wir haben nur, ich weiß gar nicht, wie viel Grad das sind. 90 Grad, schätze ich. Ja, exakt 90 Grad. Nach vorne, den Winkel, und danach bewegt sich der Panzer mit. Und jetzt wird's übel, ne? Wenn die jetzt hier rumkommen, können die uns hier einfach mitgeben. Ah, T54 ist da. Ja, die sind alle hier. Dann müsste unsere Heavys ja ohne Probleme durchkommen. So, ich warte jetzt einfach, bis die hier reinpushen. Und das Objekt für 16 steht oben. Ja, das ist so eine Runde, die der Grille absolut zuwiderläuft, ne? Weil eine Grille. Ich kann den Gebetschitz so weit hochfahren. Ist ein Panzer, der gerne hinten steht. So, Batchet eine mitgegeben. Jetzt fehlte leider der zweite Schuss. Macht nichts. 8 Sekunden noch, dann können wir wieder schießen. Ich greife die hier zur Not auch an, habe ich kein Problem mit, aber wir können hier hinten eventuell nochmal helfen auf dem Prot. Ne? Wenn wir schon in alle Richtungen schießen, dann machen wir es richtig. Leider hat er es gesehen und fährt weg. Ja, sehr schade.
Oh, T54 hat gerade richtig eine kassiert. Oh, das ist nicht gut für ihn. So, krieg ich einen Schuss drauf? Nein, er zieht sich zurück. Sehr schade. Jetzt kommt die Batchet, schießt daneben. Ja, wir haben so eine richtig blöde Form, ne? Oh, lol, der Protter ist an unserer Kanone hängen geblieben. Au. Jetzt krieg ich es aber von links, ne? Das ist nicht so geil. Da kriegen wir einen Schuss drauf. So, der ist weg. Ja, einzielen braucht der hier nicht, ne? Völlig OP, das Ding. Nein! Kette weg. Ich wollte da auf den hier vor mir schießen. Das ist jetzt ärgerlich. Gut, dass die Kette wieder repariert ist. Können wir dem MV hier nochmal eine drücken. Ja, das ist alles dann vorbei, ne? Mit dem nächsten Patch. Sehr schade. Gut, dass ich kaum Grille fahre. Ja, die Grille wird natürlich immer noch stark sein, aber nicht so stark wie jetzt. Guck mal, wir sind hier mit wenig Anstrengung bei 2242 Schaden. Das ist. Also, gute Grillefeier auf einer guten Position mit viel Glück schaffen so an die 8.000-9.000 Schaden ohne Probleme. Ja, sofern die Artillerie nicht dazwischen funkt. Oh, Nuvia hier. 714 auf die Batsche, das war Das ein war mein No-Roll. erster Schaden. Macht nichts. Weil die Badge mir immer hinterherfährt und die vorhin Oh, einfach immer oh, weiterfahren ich brauche konnte. Hilfe. Ja, ich 9 Sekunden lade. nach. Ich fahre dem hinterher. Kenne ich nichts. Oh, jetzt kriege ich es aber Tot. von hinten. Ja, das Objekt und der Skorpion, ne? Hier das Objekt vom Hügel hat mich rausgenommen. Der kann da ganz gut wirken und unsere Heavys sind da irgendwie ziemlich blöde gefahren, dass sie jetzt hier schon auf den Deckel gekriegt haben. Da haben wir einen Centurion. Wo zum Teufel steht der eine, der uns hier die ganze Zeit beschießt? Der muss ja hier oben irgendwo stehen, ne? Also ich habe ein Stück Kanone. Die haben auch noch zwei Scorpions, ist das Problem. Und Centurion, der hat sich zurückgezogen. Gut, gucken wir mal, was wir so machen können. Ja, unsere Heavys sind da jetzt einfach komplett blockiert worden. Sehr schade. Na, das ist Objekt. Natürlich, mein Emmerich. Muss der sein. So, jetzt habe ich ein Problem, weil jetzt ist natürlich die Nachladezeit ziemlich hoch. So. Gucken wir mal, ob wir hier was sehen. LOL. Das entschädigt. Okay. Diese Kanone ist so bösartig. Leider können wir jetzt nicht reparieren, weshalb wir ein bisschen länger warten müssen zwischen den Schüssen. Macht aber nichts. Wir haben ja hier eine ganz gute Position. Solange wir nicht aufgehen, ist alles gut. Bis die Artillerie hier reinhält, dann ist sowieso vorbei. Und der Centurion hat sich leider zurückgezogen, was sehr, sehr schade ist. Oh, da haben wir einen Prott. Nee, da ist er. So, und wieder hinter unsere schützende Wand. Weil wir sind ja offen. Jetzt könnte ich Hilfe vom Team gebrauchen, das wäre super. Denn da kommt nämlich ein Oller Prott auf mich zu. Oh, unsere ganzen Heavys gehen da unten drauf. Das gefällt mir so überhaupt nicht. Ich krieg den Prott auch nicht auf. Da ist er. Okay, die, wenn du schießen kannst, ne? Ich Ach, hat sie erlebt. Er ist tot, aber da kommt ein Skorpion. Den kann man auch wegräumen. So, ich guck nochmal, ob ich den Centurion nochmal finde. Irgendwie glaube ich es nicht. Der ist nicht so doof und steht da immer noch. Ja, mal gucken. Lol. Nein, ich bin gebounced. Natürlich bounce ich. Oh, wie ärgerlich ist das denn? Wie Der sind wäre die sowas Autos von weg auch? gewesen. Ja. Aber der wäre sowas von weg gewesen, ne? Jetzt müssen wir wieder 16 Sekunden warten. Ärgerlich. Und unser Emil da unten sieht nicht gut aus gegen die ganzen. Oh je. Ohne Emmerich-Treffer wäre das Ganze hier sehr viel entspannter. Da war Artillerie Nummer 1. Das gibt's nicht. Jetzt will die Grille absolut nicht mehr treffen. Das ist sehr schade.
extrem ärgerlich dazu irgendwie. Gut, noch so Treffer und wir sind raus. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich nicht mehr wegkomme. Ja, nee, der ist gerade unbesiegbar, der Centurion. Sehr schade. Jetzt hat er so viel Mut, dass er auch noch rauskommt. Ich habe noch nie so lange an einem Centurion gesessen. Das ist unglaublich, was der gerade für ein Glück hat. Er hat 279 Durchschlag und es reicht halt einfach nicht. An einem verdammten Centurion, an einem britischen Panzer. Das muss Karma sein. Na gut, versuchen wir es gleich nochmal. So, dann fahre ich jetzt gleich mal zurück, ne? Ich warte nur, bis ich zu bin. Und jetzt fahre ich zurück. Ich meine, wir brauchen ja sowieso nur noch einmal angehustet werden, ne? Aber lustig war die Runde allemal. Und die haben auch noch Artillerieunterstützung. Unsere Artillerie ist gerade eben draufgegangen. Sehr schade. So, Gun Depression wird hier gerade so reichen. Wo ziehe ich mich dann zurück? Oje. Na nun, trauen Sie sich nicht vor. So, einen Schuss habe ich vor, noch unterzubringen. Ne? Also die 5100, da geht noch ein Tick mehr. Überraschung. Ziemlich große Überraschung. Aber wir müssen einzielen, ne? Yeah! Das Objekt. Das Objekt hat es geschafft, mich rauszunehmen. Aber ist egal, wir haben noch einen Kill gemacht. Ne? Fünfter Kill hier. Ja, Grille, ne? Wie sie leibt und lebt. Und was würdest du da machen? Wir hatten so viele Heavies und die gehen alle dabei drauf. First Class war das und Großkaliber. 65.000 Credits, 1600 XP in einer Niederlage. Ja, 5244 Schaden. Die Grille, so wie ihr sie hier seht, wird es dann nicht mehr geben in ein paar Wochen. Finde ich gut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich fahre die eher selten. Und das Ding ist einfach viel zu stark. Ihr habt es gesehen, wie schnell wir nachgeladen haben und wie präzise das Ding ist. Okay, sie wird so präzise bleiben, aber sie ist halt dann einen Tick langsamer, kann sich nicht so schnell bewegen. Und ja, insgesamt ist der Schaden dann bei weitem nicht mehr so hoch. Finde ich gut. Hängen wir nochmal eine Runde dran. So, weiter geht's. Diesmal in einem Gefecht, wo wir tatsächlich fast nur Mediums als Gegnerteam haben. Das wird ja lustig. Die Grille verträgt Mediums nicht sonderlich gut. Aber was soll's. Mal gucken, ob wir da den einen oder anderen ja, ein bisschen anrempeln können. So, wir fahren hier in die Mitte. Obwohl, bei so vielen... Naja, ist egal. Also wenn die Gegner gar keine Heavies haben, dann könnte man eigentlich auch auf die rechte Seite und von dort aus snipern. Da hat man nämlich schön den Hügel hier unter Kontrolle. Zumindest die eine Seite des Hügels. Aber wir versuchen es jetzt erstmal hier. Mal gucken, ob wir hier was machen können. Das ist nicht so cool, deswegen warte ich einfach, bis was aufgeht und schieße dann da drauf. Ungefähr wie hier. Was? Ich bin aufgegangen. Oh, das ist nicht gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da kam eine T-54 hier aber ziemlich nah. Damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet. Naja, gut. Müssen wir mit leben. So. Schön, dass die Grille so toll klein. Dieser eine Busch da, ne, der ist ziemlich fies.
Geradezu steht die Grille. Jo. Bin ich auch hingestellt. Aber gut. Das Problem ist, dass ich hier nicht durch die Buschreihe durchgucken kann. Falls Leopard oder Badger da auftauchen, werden wir es nicht sehen. Mal hin, aber ein Petten kann man nicht drauf schießen. Ja, eine Grille ist halt ein sehr defensives Fahrzeug. Wir können zwar auch einen Angriff führen, aber ihr habt es gesehen, ne? Hier geht halt alles durch. Und meistens fliegt euch dann auch noch ein Stückchen Crew oder ein Stückchen Panzer um die Ohren. Was extrem unschön ist. Oh, den T-54 können wir uns hier vorne holen. Denn die Module hier sind nicht sonderlich gut geschützt. Und dementsprechend platzt euch schon mal gerne der Motor oder so. Und das macht die Sache dann nicht einfacher. So, da hinten haben wir einen AMX 1390. Mr. Neb. Ah, hätte ich mal getroffen. Hätten wir jetzt noch einen 1390 da gehabt. Sehr erledigt. So, ich habe hier einen T-54 Light. Den werde ich aber nicht mit einem Schuss rauskriegen. Was die Sache ein bisschen erschwert. Tritt der andere nach? Weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall nicht auf mich geschossen, aber er hat auch nicht wirklich die Möglichkeit dazu. Da guck mal, was da oben kommt. Eine Grille. Die haben hier dreimal Artillerie, das ist ein bisschen gefährlich. Aim. Was? Der T-54, der kann jetzt schießen, der aimt auf dich. Der T-10 wird nicht mehr rauskommen. Okay, der ist raus. Dann holen wir uns mal den Rest. Können wir auf den Petten und Leopard schießen? Ja, können wir. Das sah gut aus. Oh, rechts Objekt. Ja, kann ich nicht drauf schießen. Er ist halt down. Boah, wie die Beine einfach nur zusammengeschossen werden. Wir sind übrigens nicht offen mehr, weil hier ist so viel Gestrüpp und Zeugs und... Ne? Da fühlt sich die Grille wohl. Mitten in der Botanik. So, jetzt sollte da der Pet nochmal aufgehen, das wäre super. Leider hat unser Objekt keine HP mehr, um fortzufahren. Vielleicht kriegen wir die Badger raus. Ah, die ist ziemlich tief. Ich glaube nämlich nicht. Ne, hier kommen wir nicht drauf. Ach Mist, ich bin aufgegangen. Das ein heißt, ganzes Objekt. Ja, irgendwo ist hier ein Panzer, würde ich sagen. Und da ist er. Oh, Leute, hat sich erledigt. Okay. Zwei Filmchen, zwei Platz eines Objekts. Was würde das Wargaming damit sagen? Ja, und vor mir sind Centurion. Wenn wir jetzt hier oben den Hügel holen, kann ich die Badgert angreifen. Ich muss nur aufpassen, dass der Centurion mich nicht kriegt. Nee, Badgert sehen wir noch nicht. Ich bringe mich aber schon mal in Position. Oh, hier vorne ist die Grille. Oh, die habe ich nicht gesehen. Die hole ich mir. Nein, hole ich nicht. Ich schieße daneben. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Oh. Wo wir gerade bei Modultreffern sind, ne? Das war meine Kanone. Ah, jetzt verlieren wir hier aber ziemlich viele Panzer. Das gefällt mir überhaupt nicht. Unser T-30 könnte da ruhig mal ein bisschen aggressiver werden. Ich unterstütze ihn gerne, aber dafür muss er auch mal vorfahren. Tut er aber nicht. Das ist jetzt blöd. Grille ist raus. Vielleicht kriege ich die Badget. Wenn ich sie sehe. Da ist Centurion. Habe ihn noch erwischt. Ganz knapp. Jetzt nichts wie weg hier. Bevor die Artillerie hier überlegt, meinem kleinen Leben ein Ende zu setzen. Und da war der Schuss. Ah. Shit, den Centurion kriege ich nicht mit einem Schuss raus. AMX, wie viel HP hast du noch? Nicht gut. Unser T-30 könnte mir jetzt helfen, indem er jetzt einfach mal die Artillerie wegholt. Aber nö. So. Oh, jetzt bin ich One-Shot für den. Das gefällt mir überhaupt nicht. 4, 3. Oh, nice. Der war gut. Der war wichtig. So, eine Badger ist hinten durch, ne? Sieht ganz danach aus. So, mal gucken, ob wir nochmal einen Schuss auf die Artillerie kriegen. Dann ist die wenigstens raus. Ah,
So eine Schüsse dürfen nicht verfehlen. Das darf eigentlich nicht sein. Und Kitty ist jetzt in Gefahr. Ich kann leider noch nichts tun. Ich bin tot. Shit. Das gibt's nicht. T30, könntest du bitte irgendwas machen? Ich bin so ein Depp. Ich hätte die so schön rausnehmen können. Hier, so. Dann bewache ich mal unseren Cap. Ja, ich wäre nicht schnell genug gewesen, um die Batchet abzufangen. Ärgerlich. Wie viel HP hatten die noch? Ah, nicht mehr viel. One-Shot. Okay. Damit können wir arbeiten. Muss man sie nur noch sehen. So, der wird jetzt hier einmal rumfahren. Vielleicht erwischen wir sie hier. Oh Gott, T30. Nicht dein Ernst. Okay, jetzt ist noch eine Artillerie im Spiel. Das gefällt mir nicht. Oh, der fährt doch nicht hier rum. Der macht was Dummes. Okay. Bewegt sich, bewegt sich, bewegt sich. Naja, bin schon unterwegs. So, jetzt holen wir uns nur noch die doofe Artillerie da oben. Das ist die, die wir vorher nicht beschießen konnten. So, wir kommen, um dich zu holen, kleine Artillerie. Wir kommen, um dich zu holen. So, diesmal hat er getroffen, endlich. Nachdem ich ja vorhin da zwei Schüsse versammelt habe oder drei auf die doofe Objekt-Arti. Naja. Ja, war ein knappes Gefecht, ne? Aber was will man machen? Sind halt fast Mediums gegen den Team gewesen. Da wird es immer ein bisschen schwieriger. Und ja, wir haben Großkaliber und mal gucken, 4844 Schaden, 3 Kills und 13.000 Credits kommen noch mit Hause, nämlich die Munition ist arschteuer und das Fahrzeug ebenfalls. Also wirklich zum Credit machen ist der nicht geeignet und wenn er jetzt genervt wird, werde ich den wahrscheinlich auch nie wieder anfassen. Deswegen wird es wahrscheinlich mein einziges Video mit der Grille 15 sein. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Könnt ihr mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Macht's gut, bis bald, Ermo. Tschüss. Und die Arti. Ja, mal sehen, ob wir den sehen. So, zu weit nach vorne dürfen wir natürlich jetzt auch nicht. Das wäre gefährlich. Oh, hallo, Fock. Mist. Wo ist der IS-7? Der steht da unten am Haus, irgendwo in Richtung Cap, da wo er das letzte Mal gespottet war. Mist! Haben wir uns gegenseitig rausgenommen. Ah!